Überraschend klassisch. Kann das denn überhaupt schmecken? Ja, heute sind wir auf dem Weg und holen die neue Ocha-Ocha-Sorte an. Ja, und die könnte euch sehr überraschen und gleichzeitig überhaupt nicht. Der Chef im SWA. Wir fahren mal ab. Welcome. Let's go. Wir sind schon viel zu spät. Komm, steig ein. Wir sind zu spät. Leute, müssen jetzt los. Keine Sekunde warten. Black Friday. Es ist viel los jetzt, ausnahmsweise. Also nicht ausnahmsweise, aber... Hier wird ordentlich gerödelt. Oh, jetzt kommt das gute Zeug, Leute. Hier mit dem blauen Ding, ja. Oh, blau. Ist ja gar nicht grün. Erster Geschmackstest. So, ganz wichtig, vorher Kohlrabi-Essen neutralisiert den Geschmack nicht. Das sind die Lebenstipps vom Gründer selbst. Wow. Die neue Botschaft. Ja, die neue Botschaft. Und Luca jetzt. Krass, riecht nach Pfefferminztee. Ja? Wer hätte es gedacht? Ich würde sagen, kalter Pfefferminztee. Ungesüßer Erfrischungstee, würde ich sagen, gell? Krass, oder? Ja, gets the job done. Mhm. Schon nah am Grüntee das Design, ne? Wenn man so mal guckt. Aber es ist schon. Der ist schon heller, relativ nah dran. Aber es hat schon mehr dieses Pfefferminzige, ne? Ja. Soll ja auch, ne? Macht ja Sinn. Ja, Leute, was soll ich sagen? Es ist kalter Pfefferminztee. Also, ne? Frischungstee im Sommer, im Winter. Einfach so zwischendurch anstatt einer Limo, das ist schon gut. Also, ne? Wichtigste ist eigentlich immer der Nachgeschmack. Also, wie bleibt der dann auf der Zunge, wenn du jetzt noch 3 Minuten, 4 Minuten rumläufst, dass du dann sagst, hey, so, hast du dann einen pelzigen Geschmack oder nicht, was eben zum Beispiel so bei Süßstoffen oft passiert. Oder ob es eben quasi so, ja, ganz pur ist quasi und erfrischend zum Beispiel in dem Fall. Wir hatten so viel zu tun, wir konnten es gar nicht so richtig zelebrieren, ne? Dass jetzt wieder ein neuer Tee kommt. Aber jetzt direkt mal hier probieren. Oh! Das ist Bio-Minze. Alter. Volle Action hier. Wir hatten ja halt den Prototypen probiert und da dachte ich auch schon so, oh ja, naja, ist halt Pfefferminztee, ne? So als Erfrischung zwischendurch, ne? Anstatt von einem Zuckereistee und so weiter. Aber ich glaube, der ist noch mal krasser, oder? Ja gut, den anderen hatte ich zu Hause abgefüllt, ja? Deswegen. Oh, den kannst du den ganzen Tag trinken. Ja. Also ist ja nichts drin, keine Zuckerzusätze oder Zucker allgemein natürlich, ne? Geil. Also können wir noch mal gucken, wie er dann wirkt nach ein paar Minuten. Ne? Schauen wir mal. Das ist ja das Geile, ne? Dadurch, dass es einfach nur natürliche Inhaltsstoffe sind, bleibt es halt auch länger. Und du hast nicht diesen chemischen Nachgeschmack von Ascorbinsäure oder so ein Kram. Deswegen, da müssen wir hin, Leute. Ja? Wir brauchen mehr Erfrischungstees. Ja? Zwischen, zeig mal die Verpackung. Zwischen Limo und Wasser muss es auch sowas geben. Einfach ein ungesüßter Erfrischungstee, ja, wo man sich jetzt nicht irgendwie Zusatzstoffe noch reinballert. Ja? Sondern genau das brauchen wir. Ja? Klingt das vielleicht unspektakulär, wenn du sagst, es ist ein Minztee. Aber das ist eigentlich genau das, was wir brauchen in Deutschland. Finde ich. Dann Prost, Leute. Boah, geil. Chris beglückt die Lageristen. Kriegen jetzt auch einfach mal ein bisschen Minztee hier dazu, zur Erfrischung. Da muss man nicht immer so Eistees oder sowas trinken. Und jetzt muss man einlagern. Alles ins Auto. Let's go. Es ist gar nicht so einfach, hier irgendwas zum Transportieren zu finden, weil hier alles gerade belegt ist. Wegen Black Friday ist halt ja viel los. Aber Chris ist hier, der hat Logistik studiert. Der weiß, wo hier was zu finden ist. Der Logistik. Ja. Chris sagt gerade, schmeckt wie Kaugummi. Es wird abgeräumt. Little Lunch wird's verstehen. Ja, die sind durch. Die sind durch, die haben schon geschafft. Hier packt der Chef noch selber an, sehr gut. Ja, immer nur für die Promo-Videos. Ja, nur für die Promo-Videos. Jetzt holen wir noch ein paar mehr Tees ab, damit es sich auch richtig lohnt. Vorsicht, Kante. So. Oh, jetzt wird's eng. So. Ding Dong! So viele Displays von uns. 2 Stück. Das sind noch die alten von damals. So haben wir es geschafft. Hast du noch ein paar abschließende Worte, Chris, zu unserer geilen Ausbeute? Trink Minztee. Trink Minztee.
Ja, Leute, gerade mal hier unseren schönen Display wieder bestückt hier im Büro, ja, damit wir den guten Ocha genießen können. Ja, gucken wir mal hier genau hin. So, jetzt hier alles voll gemacht und der Minztee ganz neu mit dabei. Ocha, Ocha. Das könnte in Ihrem Supermarkt stehen. Ich finde, diese Glaskuppel, die repräsentiert da so ein bisschen unseren Werdegang. Und da fehlen jetzt eigentlich noch so zwei Getränke. Die habe ich ja schon mal auf den Tisch hingestellt. Die jetzt total überleuchtet sind. Vince macht es dann dunkler. So, jetzt ganz feierlich. Chris fügt das jetzt hinzu. Zu dieser Glaskuppel, die hier immer irgendwie steht. Keine Ahnung. Ist nicht unser Büro, Leute, falls ihr euch fragt. So. Ja, wir benutzen das nur für Content. Ja, wir sind einfach nur da. Eingemietet für Content. Ja, stell mal hier schön. Ah, guck mal hier auch so ein bisschen Star Wars, ne? Wer hat zuerst geschossen, Han Solo oder Jar Jar Binks? Schreibt's in die Kommentare. So, hier ist die Koffein-Corner. Koffein-Corner, geil. Ja, hier ist die, Kräutertee, ne? Also Früchtetee, Kräutertee, Corner. Mhm. Aufgusscorner quasi. Die Aufgusscorner, ja. Also Minztee könnt ihr natürlich auch gerne einfach, wenn ihr in der Sauna seid, einmal so ein bisschen drüber splashen. Kommt auch Kräuter um die Ecke, ja. Und der Buchweizentee ist auch noch da. Und die alten Designs sind auch noch da. Ja. Schön. Tipptopp. Was sagst du zum Minztee? Was da jetzt so dein Fazit? Hat sich gelohnt, die Arbeit? Also gelohnt ist immer relativ, ne? Also es ist ein guter Meilenstein. Man muss es jetzt erstmal wirken lassen, es ist jetzt Winter, im Sommer ist es noch geiler, aber man dann im Sommer so richtig, ich sehe mich jetzt schon so im Sommer, wo ich sage, boah, jetzt was Kaltes, Kühles, so irgendwie was Frisches. Da wird es nochmal ein krasser Knall. Was auf jeden Fall krass war gerade einen nochmal komplett ausgetrunken und danach hat man 10, 15 Minuten quasi so einen richtig frischen Mund, wie von einem Kaugummi, bloß dass man nicht kauen muss. Mhm. Man weiß, man hat was richtig Klares, Pures getrunken. Mhm. Nur Minztee. So schmeckt er auch. Bio. Ja, was erwartet man mehr von einem Minztee, ja? Der nach Minze schmeckt. Richtig geil nach Minze. Scharf so ein bisschen. Also quasi scharf im Sinne von die ätherischen Öle merkt man richtig. Und auch wieder schönes Design. Ist cool. Mhm. Ja, cool, frisch und minzig. Wow. Übrigens, für alle, die es noch nicht gemacht haben, gerne mal die Matrix scannen und mal vorbeigucken. Und es ist auch wirklich mal 100% frischer Aufguss-Tee, ja. Also genau. Nicht nur so 2% Konzentrat oder irgendwie richtig gestreckt, sondern das ist mal wirklich 100% frisch gebrühter Tee, Leute. Also probiert es einfach mal aus. Die Zeitkapsel. Ja, unsere Zeitkapsel. Warum hier auch immer so Millennium Falcon ist, aber warum nicht? Millennium Falcon ohne Grund. Und wenn ihr jetzt noch mehr über Ocha Ocha erfahren wollt, dann kommt doch auf unserem Shop www.ocha-ocha.de oder schaut euch einfach das nächste Video an. Ocha Ocha, holt es euch alle!